Hallöchen, wie ihr seht, habe ich bei Pretty Nail Shop 24 bestellt. Das kam jetzt gerade an und das möchte ich einmal mit euch aufmachen. Ich habe das aufgemacht, habe das Verpackungsmaterial irgendwie so schon rausgeholt und die Rechnung, damit ich euch sagen kann, ja, wie teuer die Sachen alle waren. So sieht das aus. Und dann fangen wir doch gleich einmal an. Ich habe mir von Laveni, Müll wegschmeißen, einen Tippkleber geholt. Ich habe keine Ahnung, wie der ist. Den wollte ich einmal austesten. Der hat jetzt 98 Cent gekostet. Und ja, wie gesagt, mal gucken, wie der ist. So, dann habe ich mir hier solche, wie nennen die sich? Ich muss mal gucken. Kann jetzt was dauern, weil ich das hier raushol. Jollyfeen Ombre Sponge. So Schwämmchen sind das. Die habe ich mir geholt. Ich weiß, die hätte ich mir auch bei DM holen können. Aber wenn man einmal bestellt, dann ja, dann nimmt man das auch von da. Mal gucken, wie die so sind. Zack, zack. Dann habe ich mir ein Kettchen geholt. Jetzt mal gucken. Die Sponge-Dinger haben 1,99 € gekostet. Und die Kette, Nail Art Kette, 99 Cent. Ich habe damit noch nie gearbeitet, also mal sehen, was dabei so rumkommt. So, ich hole mal die Gele raus, damit die schon mal richtig rumstehen und nicht auf dem Kopf. Aber die zeige ich euch gleich. Aber ich wollte sie nur schon mal richtig rumstellen. Dann haben wir hier ein Glitzer. Pink Korall. So sieht das aus von unten. Gut verschlossen. So sieht das aus. Glitzert und funkelt schön in, ja, das ist Pink, Korall, Silber. So von jedem bisschen was drin. Und das hat gekostet 1,99 €. Dann habe ich mir geholt einen, wo haben wir ihn denn? Jollyfeen Jelly Stamper Kristall Clear 3,45 €. Hier, so sieht er aus. Oh, cool, der hat so eine Schutzhülle noch da drum. Ist hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Stempel, wo man schön von oben durchguckt, um zu sehen, ja, wohin man stempelt. Mit Scrapper dabei. Also gar nicht schlecht. Ich finde jetzt hier diese nicht geflasht, finde ich gut. Ich hoffe, der hält, was er verspricht. So, dann habe ich hier Tattoo Wrap. Ja, das sind Rosen. Das ist die C194. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Ich hole die euch mal raus. Hätte man alles vorher auspacken können, aber ich wollte mit euch zusammen neugierig sein. So sehen die aus. Gefallen mir also sehr gut. Ja, gekostet hatte ich ja gesagt 99 Cent. Stellen wir dahin. Dann brauchte ich ganz dringend Schleifkappen. Muss ich gleich hier hauen? Ich muss die mal suchen hier. Schleifhülsen grob
50 Stück 4,95 €. Jetzt sehe ich gerade. Mal gucken, ich glaube, ich hatte die feinen gehabt. Mal gucken, wie die so sind, ne? Mal immer was Neues austesten. Dann habe ich einen Nachfüllpack Tipps bestellt, 2,90 €. Hier die an diesem Ring da dran kommen. Mein Gott. Hier diese. Die sind nicht komplett klar. Eher so hier milchig. So angebuffert mäßig. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die Versitze nicht glänzend klar. Aber das ist auch nicht schlimm. Ja, die habe ich mir geholt. Gehe ich einmal hier rüber. Dann habe ich mir Tipps bestellt. Die haben, das sind diese Classic Stiletto Clear Tipps. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Die haben 9,95 € gekostet. Das sind 100 Stück. So sehen die aus. Kommen die auch so? Da müsste ich jetzt auffriemeln. So sehen die auf jeden Fall aus. Ja, dann habe ich mir noch die Staubbürstchen jetzt hier mitbestellt, weil meine sind wirklich schon ausgefranst. Oh cool, die haben auch so ein Schutzdingen hier drum. Die Ecke kostet, ich glaube, 1,99 €. Staubbürste pink 1,99 €, genau. Kann man ja immer gebrauchen. Dann habe ich mir ein. Tada, jetzt kriegt man es nicht auf. Ein Cat ein Magnetstift geholt. Der war 1,99 €. Und er möchte nicht aus dem Paket kommen. Hilfe! Komm! Komm, ich möchte dich doch zeigen. Ich muss einmal friemeln, gucken. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, so sieht er aus. Der Stiel sieht auch ganz toll aus. So geschnörkelt. Und mal gucken, ob der ja so funktioniert, wie ich mir da denke. 1,99 €. Passt zu meinem Spotty. Sehen die beiden zusammen gut aus. So, und zuletzt habe ich mir einen Schnörkelpinsel bestellt. 6,90 €. Ich als Mal-Legastheniker. Und Verpackungs-Nicht-Aufkriegerin hier. Zack. Ihr werdet alle gezwungen. So, ich stelle den Karton mal weg. So sieht er aus. Hat vorne eine ganz feine Spitze. So. Ja, das ist, der hat keine Größe. 6,90 €. Mal gucken, wie der so ist. Ich habe noch nie wirklich gemalt. Aber ich habe den schon öfters gesehen. Ja, bei Leuten, die richtig schön malen können. Sieht das auch alles mal einfach und toll aus, ne? So, und zu guter Letzt habe ich mir 3 Gele bestellt noch aus den Angeboten. Die werde ich jetzt einmal aufmachen und dann hole ich euch welche. Ich habe die einmal geöffnet und kann euch sagen, die sehen mega aus. Was würde mein Mann jetzt dazu sagen? Die Farben hast du doch schon alle. Der hat einfach keine Ahnung. Vielleicht habe ich eine Nuance heller oder eine Nuance dunkler oder so wie die. So eine werde ich haben, ja.
Aber die hat Glitzer, meine anderen nicht. Haha, ist die Ausrede, die man dann so hat. So, wir fangen dann einmal mit Pink Korallglitter. Sieht wirklich wunderschön aus, also gefällt mir ganz gut. Trage ich euch auch direkt einmal auf. Wie gesagt, sind aus den Angeboten die Gel und ich bin bisher immer begeistert von denen gewesen. Deckt eigentlich ganz gut, könnte man aber auch noch eine zweite Schicht benutzen, weil deckt ganz gut. Ja, gefällt mir. Härte ich einmal aus. Mach den Pinsel sauber. Ja, mein Mann ist immer dran, die hasse doch schon. Aber der hat einfach keine Ahnung. So, dann machen wir weiter. Das ist Pure Mint. Einfacher Mintton. Den trage ich auch einmal auf. Der ist auch richtig schön frühlingshaft im Sommer. Aber davon ab, ich trage alle Farben dann, wie ich es möchte und nicht wie die Jahreszeit dazu sagt. Ich würde sowas auch im Winter tragen, da habe ich keine Probleme mit. Richtig schön, deckt auch super. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Sogar mit der Farbe davor zusammen harmoniert das sehr gut. Jetzt kommt die letzte Farbe, die knallt natürlich voll rein. Neon Pink Pearl heißt die. Wie gesagt, die ist schön pink und die glimmert. Also die hat ganz, ganz kleine Glitzerpartikelchen da dran. Die ist wirklich Neon. Da wird man dann schon auf großer Entfernung erkannt. Die ist wirklich mega. Also die knallt ordentlich. Ich weiß gar nicht, ob meine Kamera die so einfängt, wie sie aussieht. Wahrscheinlich nicht. Also die ist wirklich mega. Ich bin begeistert von den Farben. Die lasse ich jetzt einmal komplett aushärten. Das war mein kleiner, großer, mittlerer Einkauf bei Pretty Nail Shop 24. Ich bin mit den Sachen von dort wirklich zufrieden. Kann da nichts Negatives bisher sagen. Ja, ich mache euch ein Foto. Es hänge ich hinten dran von den Sachen, die ich gekauft habe. Ja, und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!